Ich habe mir jetzt diese Stiege reingelegt, das Stiegenbild reingelegt und auf einen Meter genau skaliert. Ich habe mir eine Wand herumgemacht. Ich habe mir einfach mal den Stiegenmacher, das Treppenwerkzeug, auf Wendelung gestellt. Ich habe es zuerst einmal bei einem Punkt gelassen, als ich es reingegeben habe, und dann später umgestellt auf Hauptlinien, um das zu bekommen. Ich gehe gleich auf Hauptlinien. Dann habe ich gesagt, nein, ganz wenig. Das dürfte jetzt auch mit dem Geschoss nicht verknüpft werden können, weil ich die Geschosshöhe nicht kenne. Und ich nehme mal 2,85 von mir aus. Dann sage ich 15 bis maximal 24. Ja, das kann ich, glaube ich, lassen. Da kann man leider keinen echten Abstand angeben. Das fehlt mir ein bisschen hier. Okay, und jetzt fange ich einfach mal zeichnen an. Und sage, ja, irgendwas, was ähnlich ist, sowas zum Beispiel. Und dann muss man eben ziemlich viel herum frickeln, kann man schon sagen. Wenn ich das jetzt so mache, dann ist das wieder anders. Gut, stört mich jetzt nicht. Ich kann es eh nicht ganz genau sagen, wie ich wirklich begonnen habe damit. Ja, schon langsam. Kommt man zum Anfang. Hier geht es dann herum. Und hier kann ich dann versuchen, das Ganze noch kleiner zu machen und mit den Werten vielleicht noch etwas zu spielen. Drum hat das T. Was kann ich dann noch machen? 13. Ah, jetzt bin ich schon ganz gut dort. Ein bisschen größer. Ja, macht er mir nicht. Ja, das darf ich nicht tun. Das ist dann schon eine ziemliche Spielerei, aber wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, das T. Okay. Also gehen jetzt auf einen Punkt zusammen, das wollte ich eigentlich nicht, da habe ich irgendwo vorher schon einen Fehler gemacht. Aber vielleicht wenn ich jetzt doch mal auf die andere gehe. Das ist wirklich eine. Ja, jetzt ist wenigstens wieder auseinander, die ganze Geschichte. Wenn ich jetzt ein bisschen fahren. Naja, bin fast dort, wo ich hin will. Anfang. Ende. Man sieht auch den Unterschied in der G-Linie. Barricats G-Linie, die G-Linie, die dein Bild gehabt hat, die einfach andere Abstände hat. Das Achtkat G-Linie, deine, die hat hier einen anderen Abstand wie hier. Also so kann. Das ist eine Freistiltreppe. Und Stufe 3. Wenn ich es jetzt mal anschaue, es wird nicht so weit von der Wahrheit entfernt sein. Aber man muss schon ziemlich herumprobieren und ganz bekommt man es nicht hin. Das ist klar. Die einzige Möglichkeit, die ich sehen würde, um es ganz hinzubekommen, wäre, dass man es eben mit Morphs zeichnet, dass man eben die Stufenformen wirklich mit Morphflächen hinlegt, dann die Abwicklung ordentlich mit Morphflächen zeichnet und dann zum Schluss das alles zusammensetzen. Die meiste Arbeit wäre dann, die Untersicht zu schließen, dass ich wirklich einen Morphkörper bekomme, der dem Ganzen entspricht. Gehen würde es. Doch, aber es wäre doch etwas Arbeit. Und hier, wie gesagt, auch schon wieder so eine Sache, die typisch eine Freistiltreppe ist. Sowas wäre bei uns eigentlich gar nicht erlaubt derzeit. Gut, schöne Tage.